Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Video bei Tony Outdoor Gear. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man mit einer Powerstation eine Kapazitätserweiterung machen kann, kostengünstig. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. In diesem Video möchte ich euch zeigen, eine günstige Alternative. Für jede x-beliebige Powerstation sollte es eigentlich funktionieren. Ihr müsst halt auf ein paar Sachen achten, wie man eine Erweiterung von der Kapazität machen kann, kostengünstig. Für die EcoFlow Delta gibt es keine Erweiterung offiziell. Bei der EcoFlow Delta 2, glaube ich, da gibt es was. Und bei diesen Rundgets, da gibt es auch keine. Wie gesagt, die EcoFlow Delta hat eine Kapazität von 1230 Wattstunden, glaube ich. Und die von Rundgets hat ungefähr von 730 Wattstunden. Wie ihr sehen könnt, hier rechts habe ich eine Lithium-Eisenphosphat-LiFePO4 Batterie von PowerQueen. Diese Batterie wurde mir zur Verfügung gestellt, deswegen werde ich hier Werbung einblenden. Die hat eine Kapazität von 2560 Wattstunden, also 2,56 Kilowatt. Zum Beispiel jetzt bei der EcoFlow Delta haben wir noch 1,23, das wären dann ungefähr 3,8 kW und das wäre schon eine enorme Leistung. Eine vierköpfige Familie in Deutschland verbraucht am Tag zwischen 3 und 7 kW im Durchschnitt. Nun, jetzt werde ich euch zeigen, ich habe mir so ein Kabel selber gemacht. Und zwar, hier habe ich Anschlüsse, da müsst ihr halt aufpassen. Ich habe jetzt hier keine rote Farbe gehabt. Bei mir ist blau-rot und schwarz-minus. Dazwischen habe ich mir eine Sicherung reingemacht, 20 Ampere. Und hier eine Zigarettenanzünder. Buchse. Da schließe ich quasi an die Batterie. Das ist hier abgesichert und dann sehen wir uns gleich weiter. So, ich hoffe, ihr könnt weiter sehen. Also blau ist bei mir rot, also plus. Ich schließe es hier an. Hier habe ich noch so einen Bluetooth-Monitor für die Batterieüberwachung. So, jetzt schließen wir das Minuskabel an. Ist hier. So. Wie ihr sehen könntet, ich habe das jetzt einfach hier angeschlossen. Darüber gibt es ein Video auch auf meinem YouTube-Kanal. Das ist ein Bluetooth-Überwacher. Da könnt ihr mit App-Steuerung eure Batterien, die keine BMS verbaut haben, mit Bluetooth. Da könnt ihr sie überwachen und den kann ich euch empfehlen. Der geht bis zu 15, 20 Meter. Also Batterie ist bei mir im Keller und ich habe es oben im Wohnzimmer. Da sind bestimmt 10, 15 Meter Entfernung habe ich meistens Empfang. Wir nehmen das Kabel, was bei der EcoFlow Delta dabei war. Wir tun das vorbereiten. Ich stecke das jetzt mal hier ein. So. Das schalten wir kurz ein. So. Also wir haben jetzt momentan 61% und jetzt schließen wir das an. Und schauen, was passieren wird. Ihr seht, es fängt an zu laden. Ich werde euch jetzt kurz umdrehen, damit ihr das besser sehen könnt. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also ich lade momentan mit 304 Watt. Hier geht ja nicht besonders viel, aber besser als gar nichts. Im Prinzip ist es eine super Möglichkeit, um eure Powerstation zusätzlich aufzuladen. Ihr seht ja, also die ist jetzt bei 61%, in 5 Stunden werden sie voll. Und das finde ich mal eine gute Möglichkeit in Verbindung mit x-beliebige Batterie. Das geht auch mit jeder normale Batterie, müsst ihr wissen. Also man kann es wirklich günstig erweitern.
Also so wie ihr sehen könnt, lade ich die EcoFlow Delta im Durchschnitt so ca. 103, 102, sagen wir 100 Watt. Die ist 1230 Watt, also die wäre ungefähr in knappe 12 Stunden wäre sie voll. Also wenn sie komplett leer wäre, 12, noch mal Stunden. Auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, wenn ihr sie mal zum Not braucht und ihr habt keinen Wechselrichter verbaut. Ihr müsst es so sehen, wir machen hier keinen Verlust. Wir speisen es jetzt einfach ganz normal über 12 Volt ein. Natürlich, man kann auch hier einen Wechselrichter an die Batterie anschließen. Aber hier geht es einfach darum, zu zeigen, man kann statt diese Erweiterungs-Akku-Pack, kann man auch mit so einer normalen Batterie sich weiterhelfen. Das sind 2,56 kW, die wir auch wirklich entziehen können. Ich habe da einen Kapazitätstest gemacht bei Power Queen. Die Batterie kann ich euch weiterempfehlen. Also bin ich sehr zufrieden. Die hat mehr Kapazität als angegeben und die unterstützt, das BMS unterstützt 200 Ampere. Das heißt, da geht deutlich was. Da können wir Sachen größeren Verbraucher ohne Probleme betreiben. Da habe ich Waschmaschinen getestet und alles Mögliche. Auf jeden Fall, ihr seht hier, man kann quasi das ohne Probleme machen. Jetzt zeige ich euch kurz bei der anderen Powerstation. Also das war jetzt die EcoFlow Delta. Ich mache das nur kurz auf, also da ist das mitgelieferte Kabel. Und heute ist mir aufgefallen, dass eigentlich nicht so viele Powerstation das haben. Die teuren ja, wobei nicht alle. Also ich stecke das wieder hier ein. So, hier haben wir Input. Und wir laden, also ich lade momentan mit 54, 56 Watt. Ich versuche das jetzt mal einzufangen. Das Display ist hier ein bisschen, ich hoffe, man kann es jetzt erkennen. Ich lade mit 55 Watt. Also es funktioniert definitiv. Da bin ich bei 66%. Und wie gesagt, hier sieht man das, 55 Watt. So, ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch kurz zeigen, wie man sich weiterhelfen kann, falls mal eure Powerbank leer wird und ihr lädt sie mit Solar und es ist Nacht und ihr habt eine Batterie oder Autobatterie. Da müsst ihr halt auch nur aufpassen, wie viel Prozent von der Batterie ihr entnehmen könnt. Hier könnt ihr sie komplett leer machen. Hier haben wir wirklich diese 2560 Watt, die habe ich getestet. Da kann man sogar ein wenig mehr entnehmen. Und da ist verbauter BMS, ein BMS verbaut, Batterieüberwachungsmanager-System, wo quasi die Batterie überwacht und stoppt automatisch, wenn es sinnvoll ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Video und zu diesem Versuch, könnt ihr gerne unten Kommentare reinschreiben. Wie gesagt, das sollte eigentlich mit fast jede Powerstation funktionieren, aber tut euch bitte vorher gut informieren. Benutzung auf Eigengefahr, ich übernehme da keine Haftung, das ist nur meine Sicht. Es kann sein, dass es auch falsch ist. Ich wollte euch nur zeigen, wie ich das mache. Auf jeden Fall, alle Powerstation, die ich habe, habe ich getestet. Da funktioniert es mit so einer Technik und vor allem so eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit ca. 3.500 Ladezyklen, kostet ungefähr, glaube ich, knappe 900 Euro. Ist wahrscheinlich deutlich günstiger wie dieses Akku-Pack, aber es ist halt größer und nicht so mobil. Natürlich ist es sinnvoller, wenn man die Akku-Packs von den Herstellern hat, aber die sind meistens teuer und nicht jeder kann sich das leisten. Die sind normalerweise deutlich kleiner wie diese 12-Volt-Batterie. Aber auf jeden Fall, es gibt Möglichkeit, auch günstiger sich hier weiterzuhelfen. Und dieses Video war dafür da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich freuen über ein Like nach oben. Lasst ein, zwei Kommentare da. Schreibt mal eure Erfahrungen. Wie macht ihr das? Was denkt ihr über das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe? Findet ihr das sinnvoll oder gibt es bessere Lösungen? Es gibt bei gewissen Powerstations auch andere Möglichkeiten, wo man mit höheren Strömen laden kann. Das habe ich nicht gezeigt aus dem Grund,
Es gibt viele unter uns, die sich nicht so gut auskennen und die sollen sich halt nicht ins Lebensgefahr bringen oder ihre Geräte beschädigen. Die Leute, die sich gut auskennen, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. Schöner Gruß an YouTuber Lars, an Stefan und an Mr. Togi. Bei denen könnt ihr auch sowas Gutes sehen. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert das Video und abonniert mich, um das nächste Video nicht zu verpassen. Ihr könnt mir folgen auf Instagram, tony_outdoor_gear. Dort poste ich regelmäßig Fotos, Videos, auch Reels, Kurzvideos, die demnächst auf YouTube kommen, falls ihr Instagram habt. Und natürlich, das mache ich auch auf YouTube, Shorts oder Community. Da poste ich sowas auch. Auf jeden Fall möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Toni. Ciao.